In ihrem Film Komplizinnen setzt sich Margit Schenki mit den Erfahrungen ihrer 5-jährigen Haftstrafe auseinander. Also ich bin nie mit politischen Gefangenen zusammen eingesessen, das war eben das Problem. Ne? Und wir waren eben die Ersten, die ins Gefängnis kamen. Ne? Da waren die anderen da noch gar nicht gesessen. Ne? Die anderen sind aber fast alle nachher einen anderen Weg gegangen. Ne? Sie haben eben gesagt, wollen wie Kriegsgefangene behandelt werden, weil wir aus einem Kampf herauskommen und wollten am Anfang auch gar nicht mit den sozialen Gefangenen zusammenkommen. Ne? Also so, wenn ich da richtig informiert bin. Ich habe von Anfang an immer gesagt, andere auch übrigens, also aus dem 2. Juni, die Leute haben das meistens gesagt, alle Gefangenen sind politische Gefangene, weil es für alles, was dann als Straftat gewertet war, einen sozialen und somit politischen Hintergrund, also einen gesellschaftlichen gibt, ne, ist ja klar. Mich wollten sie in Aichach natürlich auch nicht mit den anderen Gefangenen zusammenlassen, aber ich habe mir das richtig erkämpft. Und die Erfahrung, die ich da gemacht habe mit den anderen Frauen, einmal haben sich da Kämpfe im Gefängnis entwickelt, die sich wahrscheinlich sonst nicht entwickelt hätten, wenn nicht soziale und politische Gefangene gemischt geworden wäre. Das glaube ich schon, ne? Weil wir halt draußen Beziehungen hatten und wir wussten auch von draußen schon, wie man etwas angeht, wie man kämpft, also wussten eine Form für was und hatten halt eine Öffentlichkeit hinter uns, was die Sozialen nie hatten. Und was ich da halt von den anderen Frauen gelernt habe, also die haben uns ganz schön, also mich ganz schön runtergeholt von diesem Avantgarde-Anspruch, den wir schon auf eine Art alle hatten, die einen mehr, die anderen weniger. Und ich habe da halt gemerkt, dass diese ganze Avantgarde-Gedanken scheiße sind, in der Form, wie sie dann auch verwirklicht wurden. Klar muss man immer einen Stein weiterwerfen, ne? Als wo man dann hinlaufen will, um überhaupt wohin zu kommen. Aber ich denke, es bringt, also das habe ich halt gelernt, ne, dass, und ich denke, das ist wichtig, dass wenn die anderen nicht mitkommen, wenn man zu weit vorbrecht und die anderen kommen nicht mit, dann kann man es auch lassen. Ne. Also man kann nur kämpfen und auch was erreichen, wenn man auch auf die anderen mal wartet, wenn man zurückguckt und auch wieder guckt, oder nicht nur wartet, sondern wenn man guckt, was wollen die, und immer wieder neu guckt, und zusammenbleibt. Ne. Also nicht solche Abstände zulässt, eben zwischen Avantgarde und den Übrigen. Gisela Wiese begleitete schon in den 50er Jahren Prozesse. Diese Arbeit setzt sie bis heute fort. In den 80er Jahren besucht sie politische Gefangene in Stammheim. Ja, ich habe Stammheim sehr lange verdrängt, weil ich damals die NS-Prozesse begleitete und Zeugen und Zeuginnen zum Gericht brachte und meinte, mehr nicht schaffen zu können. Als ich dann gebeten wurde, zu dem Prozess von Ingrid Jakobsmeier, RAF-Gefangene in Stammheim zu gehen, habe ich gedacht, jetzt ist es an der Zeit, sich da noch besser zu informieren. Und habe in Ingrid eine sehr warmherzige Frau gesehen, im Gegensatz zu dem Gericht, was aus verknöcherten, machtbesessenen Richtern bestand. Todos los sentimientos que le despiertan las visitas a la cárcel, a los presos y a las presas, algunos de ellos deben ser muy duros, ¿cómo hace para manejar? Die ganze Situation, die du erfährst, wenn du in den Knast gehst, die Ohnmacht, die du da siehst, was weckt das in dir auf an Gefühlen? Also es fängt ja schon in den Gerichtssälen an, wo ich mich sehr hilflos fühle. Gerade in NS-Prozessen, wo man jede Entschuldigung für den Angeklagten sucht, und heute bei politischen Prozessen, wo man versucht, den Angeklagten so fertig zu machen. Es löst Ohnmacht und Wut aus und vor allen Dingen eine ganz große Sorge um die jungen Menschen, die sehen, wie die Staatsmacht sich benimmt. Gleichzeitig erfahre ich aber eben durch die Gefangenen oder die Angeklagten sehr viel Solidarität, sonst könnte ich es auch nicht durchhalten. Graciela, was gab dir die Kraft, den Knast auszuhalten? Da möchte ich als erstes meine Compañeras erwähnen und als zweites die damalige besondere Situation weltweit.
Die Welt ging für meine Generation auf ein bestimmtes Ziel zu, den Sozialismus. Für uns war klar, dass es langsam, aber immerhin in diese Richtung gehen würde. Ich erinnere mich an den Tag, als Sie mir das mit Nicaragua steckten. In einem Besuch erzählten Sie es uns zwischen den Zeilen. Sie sagten Nica und später Agua. Und als wir das Ganze zusammenbrachten, wussten wir, was in Nicaragua passiert war. Oder das mit Vietnam. Ich glaube, das bekamen wir erst ein Jahr später mit. Was in El Salvador los war, hatte uns auch jemand während eines Besuches mitgeteilt. Es war die weltweite Situation, die uns Recht gab. Außerdem waren wir davon überzeugt, dass die Dinge, für die wir so viel aufs Spiel gesetzt hatten, ihre Gültigkeit behielten. Las cosas por las que nosotros nos habíamos jugado eran válidas y que seguían siendo válidas. Es war 1982/83. Damals waren wir sehr stark. Wir waren zwar voneinander isoliert, fingen aber nach und nach an, uns zum Beispiel beim Wäschewaschen über eine Geheimsprache zu verständigen oder über Lieder. Und die Zeichensprache eben, B, C, D, E, F und so weiter. In den Strafbunkern war nur ein kleiner Spalt am Boden frei. Deshalb mussten wir die Zeichensprache anpassen. Die Hand musste so über den Boden bewegt werden, um sich verständigen zu können. Die andere musste durch den Spalt schauen und mit ihren Händen antworten. Das A musste so sein, das B so. Über diese Sprache einigten wir uns alle auf einen Tag und eine Uhrzeit. Wir hatten einen gemeinsamen Plan. Bis zum verabredeten Zeitpunkt machten wir uns jeden Tag mit Messern ans Werk und kratzten Stückchen für Stückchen vom Mauerwerk weg, bis die Abdeckungen der Fenster nur noch an einem seidenen Faden hingen. Wir stellten an diesem Tag unsere Uhren auf die gleiche Zeit ein und als die verabredete Zeit gekommen war, lehnten sich im ganzen Gefängnis alle Frauen gegen die Fensterabdeckungen und die Abdeckungen knallten alle gleichzeitig herunter. Das war sehr schön. Wegen solcher Aktionen hatten wir den Ruf, ziemlich verrückt zu sein. Ich glaube, das war einer der schönsten Tage, die ich im Knast erlebt habe. Wir fühlten uns in diesem Moment alle so frei. Es dauerte nur kurz, denn danach kamen natürlich die Schläge. Aber in diesem Moment hatten wir aus unseren Fenstern den Himmel und die Felder sehen können. Wir hatten ein Stück Freiheit zurückerobert. Das war unser Kampf. Im Knast ging es genau darum. Also das Wichtigste war, zu kämpfen und in dem Zusammenhang im Kollektiv zu kämpfen, weil wir uns im Gefängnis auch als Kollektiv begriffen haben. Aus der klaren Erkenntnis, dass sie ein Einzelner immer auf irgendeine Weise, wenn nicht kaputt gemacht, dann doch völlig, ruhig gestellt werden kann oder jedenfalls, also dass ein Einzelner im Grunde keine Möglichkeit hat, sich durchzusetzen. Für mich bedeutete das Gefängnis nicht nur permanenter Kampf gegen den Feind, sondern auch Kampf mit mir selbst. Es ist schwierig, sich in einer solchen Situation über bestimmte Sachen klar zu werden. Meiner Meinung nach ist der Knackpunkt, dass die meisten von uns gefangen genommen wurden, als wir bereits zu einem Mythos, zu einer Legende geworden waren. Die heroische Guerillera, Pepita la Pistolera, wie die Militärs sagten. Was den Knast ausmacht, gerade wenn es um eine sehr lange Zeit geht, ist, dass er dich in Stücke bricht.
Nicht mal im schlechten Sinne, es bleibt einfach nichts von der Legende übrig, weil du dich vor dir selbst plötzlich nackt siehst. Und das, was du in dir entdeckst, ist nicht immer gut. Die Angst ist etwas, das uns während unserer gesamten Gefangenschaft begleitet hat. Diejenigen, die behaupten, sie hätten nie Angst gehabt, lügen. Es war nicht nur die Angst. Manchmal hattest du Lust zu sagen, jetzt ist Schluss, bis hierhin bin ich gekommen, jetzt kann ich nicht mehr, ich will sterben. Es gibt Momente, in denen du dich fragst, ich, wer bin ich? Was ist von der heroischen Kämpferin übrig geblieben? Eine Frau, die eingesperrt ist und der als einziges Recht geblieben ist, darüber zu bestimmen, ob sie weiterleben will oder nicht. Das ist ein Moment, in dem du einen großen Kampf mit dir selbst austrägst. Und du musst dich dabei so akzeptieren, wie du bist. Denn wir sind keine Superfrauen und Supermänner. Wir sind normale Menschen, die sich für den Kampf entschieden haben, weil sie für eine menschliche Gesellschaft eintreten, weil wir selbst menschliche Wesen sind und das Menschliche suchen. Das macht dich sehr verletzbar. Der Protest der Bevölkerung führt dazu, dass die Militärs 1985 abtreten müssen. Eine zivile Regierung zieht am 1. März in den Präsidentenpalast ein. Eine der zentralen Forderungen des uruguayischen Volkes ist die Freilassung der politischen Gefangenen. Bereits Mitte März ist die Mehrheit der politischen Gefangenen frei und amnestiert. Gegen die Tupamaros, die wegen Kapitalverbrechen angeklagt waren, wird vor zivilen Gerichten erneut prozessiert. Ihnen wird dabei jeder in der Haft verbüßte Tag dreifach angerechnet. Somit werden alle entlassen. Bueno, lo que pasa es que a las mujeres nos liberaron un ratito antes. Éramos cinco. Uns Frauen ließ man ein wenig früher aus dem Polizeipräsidium frei. Und weil wir so wenige waren, wir waren zu fünft, wurde jede Einzelne nach Hause gebracht. Bei mir wartete das ganze Stadtviertel auf meine Ankunft. Die Straßen waren voll mit Freunden, Verwandten und Nachbarn. 4 Jahre nach meiner Freilassung wird ein schwerer Rückfall einer Krebserkrankung festgestellt. Und ich glaube, dass das die Folgen der Haftbedingungen sind, von all dem Stress, den wir ertragen mussten. So viele Jahre ohne Aussicht auf Freiheit. Ohne dass wir Studien dazu gemacht hätten, haben wir den Eindruck, dass das Immunsystem von Gefangenen sehr angegriffen ist. Vielleicht, weil wir uns in so vielen Dingen verteidigen mussten, dass unsere Körper ohne Widerstandskraft blieben. Inzwischen sind schon viele Compañeros an Krebs gestorben. Am Tag, als wir aus dem Gefängnis kamen, brachten sie mich zu meinen Eltern nach Hause, wo eine riesen Menschenmenge wartete. Paloma rannte auf mich zu und sagte immer wieder, das kann nicht sein, ich kann es nicht glauben, das kann nicht sein. Diese Sätze blieben mir eingebrannt bis heute. Es war, als hätte sie da erst gemerkt, dass sie eine reale Person zur Mutter hatte und nicht ein Phantom, das sie nur aus Gefängnisbesuchen kannte, umgeben von Repressionen.